Hey Leute und willkommen bei einer neuen Folge von The Talos Principle. Wir machen hier gerade immer noch weiter und versuchen dieses Rätsel zu lösen. Das ist irgendwie schwieriger als man denkt. Leider. Irgendwie habe ich es gerade hinbekommen, dass ich das hier anvisiert bekomme. Auch hier durch das Teil. Ich weiß aber nicht wie. Achso, ich stand da vielleicht als der Typ hier drauf. Ich bleib hier einfach mal ein paar Sekunden stehen. Und dann kann ich das hier anvisieren. Genau. So, ja. Kannst du ruhig ausmachen. Jetzt habe ich das schon mal geschafft. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann ist das hier gestört. Jetzt könnte ich... Jetzt müsste ich als Geist da draufstehen am besten. Das geht aber nicht. Eigentlich müsste ich als Geist den Jammer da nehmen und das hier stören, während es auf dem Knopf steht. Das ist, glaube ich, die richtige Lösung. Aber wie soll ich da hinkommen? Denn selbst wenn ich hier stehe... Ich muss als Geister den irgendwie drauf kriegen, habe ich das Gefühl. Nee, warte, das... Doch. Das ist hier richtig, das ist richtig. Ich warte hier nur länger, weil ich Angst habe, dass das gleich hier... dass mich das gleich umbringt. So, ich kann das jetzt nehmen. Dann kann ich, während das hier drauf steht, den Knopf drücken. Genau. Ja. Easy. Dann habe ich das schon mal. Jetzt nur das hier das nächste Problem. Shit. Und jetzt müsste ich als Aufnahme haben, wie ich hier drauf stehe. Also noch eine Aufnahme am besten. Das geht schlecht. Wie soll das denn gehen? Nee. Das ist schon mal nicht richtig. Mein Kind, einen anderen Weg zu suchen, bringt dir keine Schande. Versuche, dieses Geheimnis ein andermal zu lösen. Selbst Gott sagt mir schon, dass ich zu lange hier dran sitze. Aber ich will das gerne lösen. Ich kann es auch hiervon stören. Warte, das heißt, ich störe jetzt das hier erstmal. Dann recorde ich das hier. Oder? Und wenn ich jetzt... Genau, wenn ich jetzt den nehme und... das hier dann störe, dann sollte ich es auch geschafft haben, oder? So, das stören. Jetzt warte ich, jetzt bin ich da, hab das gestört, obwohl... Auf jeden Fall bin ich dann da, dann gehe ich jetzt hier durch und nehme das Teil und dann habe ich gewonnen, glaube ich. So ist das, glaube ich, oder? Egal. Und das war's, glaube ich. Wo ist der Turret? Hier. So, danke. Ich gehe mal durch. So, dann habe ich es auch schon geschafft, oder? Ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe hier vielleicht ein bisschen zu lange gewartet, aber ich habe es geschafft, oder? Weil der stört... Der stört jetzt das hier, ne? Ja, und? Ja! Ah, ganz simpel. Ich habe ein Achievement bekommen. So, weil ich so hartnäckig dran gesessen war, bin, tun. Ah. Gibt es hier noch was in der Welt oder war es das? Wie sieht das so aus, als wenn ich schon alles hätte? Verstehe. Seit Generationen bin ich in diesem Spießrutenlauf gefangen.
immer auf der Suche nach den richtigen Antworten. Ich komme langsam zu dem Schluss, dass es keine gibt. Der Hund. Also hier brauchen wir einfach nur Strom. Blauen Strom. Ja, ich suche ja die Sterne erst am Ende wieder. Aber wär's das wirklich schon? Hier gibt's ja nichts, Leute. Ja, ich hab dich gehört. Gibt's hier keinen... Ach, hier. Ja, tatsächlich, ich hab ja alles und der Stern ist hier oben drauf. Was sagt das Teil hier? Aha. Achtung, Administrator. Die Netzwerkverbindung wurde wiederhergestellt. Möchten Sie die letzte Sitzung erneut öffnen? Achso, diese mysteriöse Person. Nachricht, bist du wieder da? Ja, was wolltest du vorhin sagen? Achso, der will darüber nicht reden. Er hat versucht herauszufinden, wie dieser Ort funktioniert. Manchmal scheint es, als ob alles hier in einen Sinn ergibt. Manchmal nicht so sehr. Ich glaube, wir sind in irgendeine Art von Maschine eingestöpselt. Ach. Also, wir sind vielleicht ein Mensch, aber einfach nur so, wir haben so ein VR-Ding wie bei Sword Art Online auf und kommen jetzt und sind jetzt hier drin. Haben unsere Erinnerungen vielleicht verloren oder so. Interessant. Ich glaube, hier ist noch was anderes nicht. Was für Beweise hast du? Erstmal für Beweise. Ja, wie könnte man all das hier sonst erklären? Ich glaube nicht an Dämonen und böse Zauberer. Ja, vielleicht sind wir einfach eine KI, die einfach sehr gut ist. Irgendwas ist richtig falsch gelaufen. Ich glaube, wir werden auf irgendwas vorbereitet. Vielleicht hast du recht. Ich glaube an gar nichts mehr. Ja, weiß nicht. Was ist denn hier? Eine Bestrafung ist das nicht. Irgendwas ist falsch gelaufen. Ja, könnte schon sein. Könnte schon sein, dass hier was falsch gelaufen ist. Das würde eine Menge erklären. Hör mal, das ist noch was anderes. Vielleicht kann es uns helfen. Seit ich hier angekommen bin, hat sich irgendwas falsch angefühlt. Dieser Ort spielt mit dir. Man bekommt seinen Kopf nicht klar. Aber ich glaube, ich kenne einen Weg, um die Wahrheit zu finden. Ich habe in einigen Dokumenten rumgewühlt und ich finde immer wieder Anspielungen auf ein Passwort. Denke, dabei handelt es sich um eine Art Bibliothekshauptschlüssel. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn benutzen soll. Ich habe auch keine Idee. Naja, zwei Köpfe sind besser als einer. MLA-Prozess.bet hat sich in diese Setzung eingeloggt. Sekunde, was ist das? Machst du was mit meinem Terminal? Ich glaube, das ist ja keine gute Idee. Hast du wieder irgendwas zwischengefunkt? Okay, dann gehen wir mal zurück. Ins sechste. Gibt es hier wieder sieben oder? Ja, gibt es wohl immer sieben. Gibt es nur drei Sachen? Okay. Bin ich einverstanden mit. Spürst du nicht Freude daran, die rechtmäßige Anordnung der Dinge gefunden zu haben, wenn du eine meiner Prüfungen überwindest? Dies ist der Funke Elohims, welcher dir innewohnt. Die Macht, Ordnung aus dem Chaos zu schaffen. Und darin offenbart sich die wahre Bedeutung unserer Siegel. Wenn der das sagt, er sagt das ja euer Computer wieder. Schon wieder irgendwelche Texte, die niemanden interessieren. Also euch natürlich. Ach, ihr lest die ja alle fleißig durch, weil die so spannend sind, habe ich gehört. Die Hardware ist nicht kaputt, sondern eure Gehirne. Idiot. Ach so, ja genau, ja, das sage ich auch immer. Okay. So, hier sind zwei gelbe, ein rotes, also ein schwieriges. Dann nehmen wir zuerst das schwierige. Da hinten habe ich, glaube ich, noch einen Text übersehen. Den will ich natürlich noch vorlesen. Ich suche nach Worten, um es zu beschreiben, aber ich schaffe es nicht. Dieses überwältigende Gefühl, dass etwas am Rande meiner Wahrnehmung sehr, sehr falsch läuft. Ich fühle mich, als ob ich nicht in diese Welt gehöre. Aber ich bin nicht in der Lage, Alternativen zu finden. Ich bin ein Computerprogramm. Du bist ein Computerprogramm. Elohim ist ein Computerprogramm. Finde dich damit ab. Ja, das glaube ich auch irgendwie. Was steht hier?
Was ist erbärmlicher? Dieses seichte Gebilde einer Welt, dieser Idiotenspielplatz oder dass ich aus Langeweile noch immer versuche, ihre Mechanismen zu verstehen? Es steckt mehr dahinter. Schau dir an, was wir tun. Wir lösen Probleme, werden geprüft, verbessern uns. Manche von uns sterben früh und ich werde ersetzt. Aber du und ich, wir sind immer noch hier. Wir sind dem Ziel nahe. Ägyptischer Säulengang. Ja, hier sind Säulen. Das stimmt natürlich. Und hier sind wieder die Piu-Piu-Boom-Boom-Teile. Und ein Jammer. So, das stößt dagegen. Oder war das das? Blum, ja. Erstmal gucken, was hier so ist. Ich weiß nicht, ob ich hier so ganz... Hier ist nichts, hier ist nichts. Also dieser Raum ist eigentlich sinnlos. Achso, die können sich vielleicht auch gegenseitig ausschalten. Kann ich das hier durchmachen? Nee. Na gut, aber das wäre cool, wenn die sich auch gegenseitig ausschalten könnten. Komm raus. Ja, ja, piep, piep, piep. Können die sich jetzt gegenseitig ausschalten oder nicht? Oh. Nicht? Können die nicht? Bin mir noch unsicher. Die treffen sich nämlich nicht. So, jetzt aber, oder? Nicht? Ne, die können sich nicht gegenseitig ausschalten. Ja. Dann spule ich... Ne, warte. Wie mache ich das denn sonst? Wenn die sich nicht gegenseitig ausschalten sollen, können. Ja, stimmt, die fliegen hier auch nebeneinander, also können die sich auch nicht ausschalten, gegenseitig? Was ist denn hier so? Hier ist nix, Mist. Shit, ich hab's nicht mehr geschafft, egal. Aber, hä? Viel mehr gibt's hier doch gar nichts. Ich frage mich immer noch, was hier so ist. Oh, da ist doch noch ein Jammer. Oh. Irgendwie habe ich das übersehen. Wie konnte ich das denn jetzt übersehen? Naja, egal. Erstmal, die bessere Frage ist, wie kriege ich die jetzt irgendwie... ich glaube, brauche ich eine Idee. So. Da stößt jetzt dagegen, glaube ich. Ja. Hatte super funktioniert. Jetzt kriege ich auch ganz easy die Schlüssel. So. Den will ich wieder haben. Jetzt muss ich mich da wahrscheinlich vorbeischleichen. Oder? Ja, ja. Ja. Okay. Wie mache ich das denn jetzt hier? Nein. Nein. Bin gefangen. Shit. Mist. Ist jetzt doof, ne? Ich hätte, glaube ich, also der erste Schritt ist ganz gut, glaube ich. So, ich bin jetzt wieder hier. Vielleicht kriege ich das auch irgendwie anders hin. Die Mine hier geht ja ganz weit nach außen. Vielleicht muss ich ja auch gar nicht hier... Ja, ist gut. Wieso piept das denn immer so? Vielleicht kann ich mich hier so dran verschleichen und dann... Das, nein, 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 nein. Geh weg. So, jetzt habe ich mich ja mal eingeschlossen. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Kann ich das hier nehmen? Habe ich den Schlüssel, so. Jetzt, welches jetzt für die Mine und welches für das Tür, für die Tür? Oh, das war richtig. Okay. Jetzt muss ich hier wieder durch. Das ist, glaube ich, kein Problem. Hey, nein. Nein. Obwohl doch, nein.
das hier wieder viel zu kritisch. So. Dann warte ich, bis das da vorbei ist. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist alles okay, ist alles okay. So. Jetzt gehe ich durch die Tür. So, alles jetzt frei. Und ich habe 2 Gemmer noch. Was steht hier? Die ganze Welt ist eine Wüste. Sogar die Teile, die lebendig aussehen, sind nichts als Sand. Alles ist tot und dabei zu sterben. Jeder, der dir etwas anderes sagt, lügt. Okay. Ich bin nicht aus Sand. Und hier muss man, glaube ich, nur die Gemmer benutzen. Lange. Alter, die haben ja eine Mega-Range. Kann ich mich hier vorbeisneaken? Ja. Kann ich. Wo kriege ich denn jetzt nochmal den dritten Jammer her? Ah. Dieses Teil, ey. Wäre ich an dem Teil wieder gestorben, ne? Das ist ja richtig schrecklich gewesen. Ein Shortcut gibt es hier jetzt nicht für dieses Teil. Na gut, braucht man auch nicht. Das war jetzt mal wieder schwierig kritisch. Dann würde ich auch sagen, das war's für diese Folge von The Taylor's Principle. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.